Man vermutet, dass Madame Boom oder Sie, Madame Sandford, eine größere Rolle gespielt haben könnte, als man bisher annahm. Selbst der einzig überlebende Hubschrauberpilot konnte nicht wirklich viel zur Aufklärung beitragen. Letztendlich haben die Amerikaner bis heute kaum eine Vorstellung über den genauen Ergang. Und wir wissen es auch nicht. Also, man muss nicht alles wissen. So viel erst einmal zu Status Quo. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Also das heißt, die deutschen Behörden haben meine Akte jetzt erneut geöffnet und es wird wieder nach mir gefahndet? Oui, so ist es. Aber das muss nicht so bleiben. Ich kann Ihnen helfen, neu anzufangen, Doktor. Unter einem neuen Namen, wenn Sie wünschen. Doch dafür müssten Sie mir bzw. Interpol helfen. Was sagst du dazu, Beth? Nun, was hast du schon zu verlieren, wenn du es dir erst einmal anhörst? Ja, da hast du natürlich recht. Also, Monsieur Laurent, wofür brauchen Sie meine Hilfe? Sie haben vor 3 Tagen von der nahezu vollständigen Zerstörung des GMP Chemie- und Pharmakomplexes in Dublin gehört? Oh ja, das war eine schwere Katastrophe. Wir haben hier zwar nur Radioempfang, aber die irischen Sender sprechen bis heute von nichts anderem. Oui. Haben Sie auch von dem Affenunglück in Dublin gehört, das vor 3 Wochen passiert ist? Nein, tut mir leid. Warum? Weil Grund zur Annahme besteht, dass beide Vorkommnisse in einem engen Zusammenhang stehen. Interessant. Und wie kommen Sie darauf? Dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Überwachungsvideos zeigen, die ich hier auf meinem Notebook habe. Zunächst eine Aufnahme des Zolls aus dem Affengebiet. Es zeigt den Unfall, von dem ich gerade sprach. Leider ist das ganz ohne Ton. Ich sag nur eins. Big Brother is watching you. Ich verstehe Ihre Bedenken, Madame Stanford. Aber in diesem Fall ist dieses Video ein Segen. Aber sehen Sie selbst.